Was geht ab, Leute? Nerdelert Games hier und willkommen zu einer weiteren Wochenvorschau, wo ich euch erzählen werde, was ich letzte Woche so gezockt habe und was die Woche noch so kommt. Und wie immer fangen wir mit letzter Woche an. Ich habe natürlich weiter Max Payne 3 und Diablo 3 hochgeladen. Und ich habe sogar angefangen, Ghost Recon zu zocken. Habe ich auch mittlerweile hochgeladen. Ich weiß, die Unboxing-Klassen noch auf sich warten. Ich muss da immer vorsichtig sein, weil ich habe oft gesehen, dass Unboxings jetzt immer entfernt werden. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ist ja eigentlich nichts dabei, ne? Aber sicher ist sicher. Ja, ich habe Ghost Recon angefangen zu zocken. Ich muss wirklich sagen, das Spiel ist relativ cool. Nicht der Hit, den ich vielleicht erwartet hätte. Zum Beispiel gibt es da so dämliche Sachen, wie ihr schleicht durch ein feindliches Gebiet und schleicht euch komplett außen rum. Aber euer Team wartet da einfach und macht einfach nichts und will die Konfrontation einfach mit den Gegnern da vorne und will die einfach alle abknallen. Wenn ihr mit Freunden zocken würdet, dann würden wahrscheinlich alle mitkommen und können außen rum schleichen. Was natürlich für so einen Einsatz, wo man nicht gesehen werden möchte, natürlich das Beste ist, ne? Anstatt eine Konfrontation dazu provozieren. Aber ansonsten, man hat viele Gadgets in dem Spiel, zum Beispiel könnt ihr euch tarnen, ihr könnt Waffen komplett auseinanderbasteln, ihr könnt den Trigger bei der Waffe ändern auf 3 Schuss, auf Vollautomatik, oder ihr könnt einen Schalldämpfer dran schrauben. Ihr habt wirklich 1000 Sachen, die ihr an den Waffen machen könnt. Die Missionen an sich sind ziemlich cool in dem Spiel, ich mag die wirklich sehr. Ihr könnt sogar, wenn ihr wollt, hier steht es nochmal, Kinect dafür verwenden, da könnt ihr die Waffen so auseinanderziehen und wieder zusammen machen. Das ist wirklich schon super cool. Macht auf jeden Fall Spaß und ihr werdet auf jeden Fall noch viel, viel mehr davon sehen. Multiplayer werde ich natürlich auch zocken. Und ich habe es natürlich nicht vergessen, Max Payne 3 Multiplayer werden wir auch noch zocken. Ich muss die Videos alle hochkriegen, das ist eine absolute Menge, die ich gerade noch habe. Max Payne habe ich noch den Singleplayer-Modus, den muss ich noch komplett hochladen. Und Diablo 3. Und wenn das alles fertig ist mit Max Payne 3, dann werden wir natürlich den Multiplayer zocken. Oder ich werde euch schon Bescheid sagen, dass wir den bald zocken. Und dann werde ich ein bisschen warten mit den Videos und die später halt hochladen, dass der Singleplayer erst da ist. Oder ich werde alles beides so hochladen, mal gucken. Ich werde mir noch dazu Gedanken machen. Aber auch zu Max Payne, ich werde noch die Review dazu aufnehmen. Max Payne ist wirklich ein geniales Spiel. Die ganze Bullet-Time-Sache und die Gegner, die auf euch geschmissen werden. Ihr müsst immer diese richtige Situation wählen, wann ihr gerade hochkommt und wann ihr sitzen bleibt und so. Die Schusswechsel in dem Spiel sind schon wirklich sehr cool gemacht. Macht auf jeden Fall Spaß. Davon werdet ihr definitiv noch viel, viel mehr sehen. Was kann ich noch sagen? Reden wir ein bisschen über Diablo 3. Review habe ich schon aufgenommen, muss ich dazu sagen. Max Payne muss ja noch den Multiplayer zocken, damit ich euch das Gesamtpaket geben kann. Diablo 3 ist natürlich der absolute Knüller. Ich habe darüber in meiner Review ausführlich darüber gesprochen. Aber so mit ein paar Freunden zusammen zocken, Gegenstände finden und einfach nur Spaß haben, lachen und die Monster kaputt kloppen, das ist einfach geil. Dazu ist Diablo 3 einfach da. Mich stört ein bisschen an dem Spiel, dass es nicht so düster ist. Früher war Diablo immer so düster und ihr seid da rumgelaufen und habt euch gedacht, oh, da sind aber Viecher und so. Ich weiß nicht, in Diablo 3 fehlt das noch ein bisschen, aber wie gesagt, ich habe da in meiner Review drüber gesprochen. Die geht auch relativ lang. Ich habe da wirklich kaum Details ausgelassen, also könnt ihr euch schon riesig darauf freuen. Ja, was wird diese Woche noch kommen? Ganz klar, Diablo 3, Max Payne und noch Ghost Recon wird hochgeladen, werde ich noch alles fertig machen, kein Problem. Ghost Recon wird dann komplett fortgesetzt. Ich weiß leider nicht genau, was diesen Monat kommt. Guild Wars, habe ich jetzt gehört, wurde auf August, September, oder September verschoben. Ich glaube, September war es. Und das ärgert mich einfach, weiß ich nicht. Sommer ist einfach so, ich sage immer dazu Sommerloch. Im Sommer kommt einfach nichts raus. Da ist wirklich gar nichts. Da ist einfach nichts los, kann man sagen. Das Guild Wars jetzt verschoben wurde, ist ziemlich scheiße. Darksiders wurde auch schon auf August verschoben. Aber Ende des Jahres, das ist einfach, weiß ich nicht, Ende des Jahres wird es einfach abgehen. Da kommt alles Call of Duty, Halo, Medal of Honor und was nicht alles. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich werde all diese Spiele zocken. Ich werde einen Riesenspaß damit haben. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn ihr euch Halo für die Xbox natürlich holt, klar, kommt doch nur für die Xbox raus. Natürlich, schreibt mir eine Nachricht, edit mich auf Xbox Live und wir zocken dann eine riesige Runde Multiplayer oder sowas. Werde ich dann eine Lobby hosten oder so. Wird auf jeden Fall der absolute Hammer. Ja, gibt gar nicht so viel zu erzählen diese Woche zur Wochenvorschau. Viele haben mich auch gefragt, ob sie mein Channel designen können und so. Und da habe ich mir jetzt einen geschnappt. Der hieß Death Valley LP, also großes Dankeschön an dich, dass du meinen Channel gestaltet hast. Vielen Dank dafür. Und ich bin auch gerade in Gesprächen, gepartnert zu werden. Ich kann noch nicht genau darüber sprechen und Details oder so, will ich einfach noch nicht. Weil da müssen noch ein paar Sachen ausgemerzt werden, bevor ich da weitermachen kann. Und ich freue mich auf jeden Fall schon. Wird auf jeden Fall eine super Erfahrung. Und
Erstmal ein großes Dankeschön an euch nochmal alle, dass ihr immer wieder zurückkommt, meine Videos guckt oder den Daumen hoch gebt oder einfach in die Favoriten packt, einen Kommentar da lasst. Das alles hilft mir wirklich sehr. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Also danke für euren riesigen Support. Macht bitte weiter so. Ich werde euch versprechen, den besten Content zu geben, den ihr so finden könnt. Ich versuche immer so viel Spaß mit meinen Videos zu haben, wie es nur geht, damit ich euch richtig in das Spiel reinziehen kann. Das ist meine Mission an euch oder besser gesagt für euch, damit ihr einfach meine Videos genießen könnt. Ja, so viel dazu. Ghost Recon, wie gesagt, Diablo 3 kommen noch. Kurze Sache noch zu Ghost Recon. Ich fand es ziemlich geil, dass man sich da dauerhaft tarnen kann. Das ist eine ziemlich coole Sache. Man kann aber trotzdem entdeckt werden. Aber dazu werde ich natürlich noch in der Review und im Let's Play darüber sprechen. Ja, okay. Das war's noch erstmal, würde ich sagen, für die Wochenvorschau. Wie gesagt, die Games kommen alle noch. Und ich hoffe, die hat euch gefallen, die Wochenvorschau. Und nächste Woche kommt sie natürlich auch wieder. Und wir sehen uns natürlich zu mehr Gameplay. Also danke für euren Support, Leute. Bitte macht weiter so. Teilt vielleicht meinen Channel noch, die Videos. Zeigt es anderen Leuten. Das alles hilft mir wirklich sehr. Also danke dafür, Leute. Und wir sehen uns zu mehr Gameplay. Macht's gut. Bye.